wurde 1881 gegründet. Er spielt in der klassischen Besetzung eines symphonischen Blasorchesters und hat aktuell 60 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren. 1994 wurde mit dem Ziel, für das Hauptorchester Nachwuchs zu gewinnen, ein Jugendorchester gegründet. Seit 1998 steht das Symphonische Blasorchester der Feuerwehr Gütersloh unter der musikalischen Leitung von Thomas Boger. Den Schwerpunkt setzt das Orchester auf Originalkompositionen für symphonische Blasorchester. Je nach Konzertanlass umfasst das Repertoire auch klassische Märsche oder Konzertmärsche sowie Musik aus den Bereichen der Film- und Unterhaltungsmusik oder auch Melodien aus der Welt der Operette. Zugführer des Symphonischen Blasorchesters Gütersloh ist Mike Hermann. Unter der Leitung von Thomas Boger hören wir nun das Musikstück Arcus von Timo Kras. Thank you.